Nein, das tue ich nicht. Was macht der eigentlich, der Strohhut? Ich weiß es nicht. Muss auch nicht herausfinden. Müssen wir den Heuwall jetzt bauen oder können wir bis morgen warten? Ich würde sagen, Leute, wir warten noch bis morgen. Wir rösten vorher noch ein paar Beeren, die wir jetzt, glaube ich, gesammelt haben gerade. Oder die sich schon länger in unserem Inventarlein verborgen hielten. Noch eine. Einfach nur for the lols. So. Damit habe ich dann jetzt auch schon wieder, in Anführungszeichen, schon wieder 27 Leben. Das läuft auf die Dauer nicht so schnell, wie ich es mir wünschen würde. Lasst uns diesen Gartenzwerg dorthin stellen. Okay, ich muss irgendwas aufs Feuer machen. Nein, das war jetzt völlige Verschwendung. Okay, das sind auch so Dinge, da muss ich ein bisschen Feinkalibrierung üben. Jetzt erstmal sammeln wir noch ein bisschen Gras zumindest und bauen dann unseren majestätischen Heuwall. Holzwall. Um unseren Lagerplatz, den wir dort errichtet haben. Gibt es eigentlich ein... Also das könnt ihr mir jetzt ruhig sagen. Gibt es ein Ende zu dem Spiel, sowas wie ein Ziel? Oder ist es wirklich nur, wie lange du überlebst? Das wäre recht interessant herauszufinden. Okay. Warte, hier ist unser Garten Eden. Alter, ich habe viel zu viele. Ich kann ja einen riesigen Wall bauen. Beschränken wir uns erstmal auf einen recht kleinen. Gut, so funktioniert das nicht. Ah. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, seine gesäten Dinge schon gleich mit einzuzäunen. Ich glaube, dafür haben wir auch gar nicht genug Segmente. Aber wenn wir nicht genug haben, kann ich gleich auch was probieren. Nein, wir werden nicht genug haben dafür. Wechsel mal kurz die Perspektive. Es geht, glaube ich. Nein, ich habe ihn falsch gesetzt, oder? Ist der falsch? Der ist falsch. Der ist absolut falsch. Okay, dann bauen wir halt so weiter. Es muss ja auch nicht immer alles symmetrisch und gerade. Doch, verdammt. Nein, jetzt habe ich... Okay, Leute, ich würde sagen, in dem Fall probiere ich jetzt schon etwas aus, was ich mir für gleich aufheben wollte. Ich suche Tools. Ich suche den Hammer, für den wir conveniently genug Zeug haben. Und töte damit ein paar Zauns. Nein, ich krieg ein Holzstück darüber. Dann ist es nicht sinnvoll, den abzubauen, wenn ich dafür ein Holzstück kriege. Ja, ein Holzstück. Ja, super. Okay. Dann lasst uns diesen Zaun erstmal relativ klein machen. Ja. Er umfasst erstmal nur unseren Platz praktisch. Wie macht man einen Ausgang? Oder einen Eingang beziehungsweise, weil ich glaube, wenn ich jetzt... Jetzt komme ich doch gleich nicht mehr rein, oder? Das ist eine sehr verstärkte Stelle dort, denn aus dieser Richtung greifen häufig böse Buben an, habe ich gehört. Ja. Ah, ich kann sie pflücken und es ist eine Karotte. Okay, wir wissen jetzt, wie wir Karotten... In den Samen sind Karotten. Das ist großartig. Nein. Doch. Ich dachte, daraus wäre jetzt Salat oder sowas geworden, aber es ist... Okay, ich hoffe mal, dass nicht aus allen Samen Karotten werden. Sonst haben wir auf Dauer ein Problem. Uns fehlt noch ein Zaunsegment, weil wir uns ja so schrecklich verbaut haben. Ja, dann korrigieren wir das doch einfach. Ein Zaunsegment fehlt uns praktisch noch, bis wir unseren Zaun errichtet haben. Und dann des Nachts sicherer Dinge schlafen können. Könnten, wenn wir Platz dafür hätten. Aber da ist jetzt der Zaun. Naja, sterbt.
Und du auch. Und warum bist du eigentlich noch hier? Sag auf Wiedersehen. Bubbelballer. Ich brauche immer noch 2 Holzstücke. Also ja, ich sollte vielleicht nicht mit dem Hammer auf einen Baum schlagen. Nicht, dass er zurückschlägt. So. Oh, das war jetzt ein glücklicher Zufall, dass es doch noch gereicht hat. Alles klar, Leute. Bist du fertig? Nee. Du bist gesät. Auf Dauer kommen wir so natürlich nicht über die Runden, aber ich denke, fürs Erste wird es reichen. Ich darf jetzt nur nicht das Falsche bauen, das wäre ja dämlich. Es war unter Strukturen, genau. Wir haben diese Welle, haben wir auch Steinwall, Schweinhaus, Vogelkäfig. Nein, wir haben keine Tür. Die Frage ist, muss ich das offen lassen oder kann ich das verschließen und kann dann trotzdem von der Spielebene her halt doch noch durch? Das ist die Frage, die ich jetzt wahrscheinlich mit großer Enttäuschung mal beantworten werde. Also, bauen wir uns unter Strukturis noch einen... Ich könnte auch nur einen Winterometer bauen. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Bauen wir uns erstmal einen... weiteren Heuwall... Wall aus Holz. So, gucken, dass ich das richtig sehe. Genauso. Weiche von mir, Kreatur. Dort liegt, wie du siehst, Holz auf dem Boden. Nein, okay. Ich habe keine Möglichkeit, das zu verschließen. Und ich kann aber dann auch nicht mehr durchrennen. Aber ich muss relativ schnell wieder rein. Also würde ich sagen, greifen wir zum Hammer. Hammern uns hier einen schönen Eingang hin. Kommt da so ein Vogel geflogen. Hoffentlich gibt's nicht aggressive Vögel, dann wäre ich am Arsch. Wart mal kurz. Krass! Wir besitzen nun, Kraft unserer göttlichen Macht haben wir in unseren Besitz gebracht. Lasst mich gerade noch neues Zeug dort anpflanzen. Haben wir in unseren Besitz gebracht Korn. Das ist ja toll. Ihr habt gehört, Korn ist nicht gut darin zu überleben. Aber Korn haben wir gemacht. Die Frage ist, wenn ich das koche, dann muss doch daraus Popcorn werden. Rein von der Logik her, kann ich daraus auch Brot machen oder sowas? Oder Cornflakes. Koche es mal. Ja, ich habe Popcorn. Wie viel bringt es? 12. Okay. Also, schmieden wir einen Plan. Ich würde sagen, wir besuchen morgen. Was ist das denn? Wir werfen erstmal einen Blick darauf. Denn scheinbar habe ich dort was übersehen, was sehr eigenartig ist. Und dann besuchen wir morgen nochmal die Farm und werden uns dort Scheiße besorgen und werden daraus eine riesengroße Farm für uns selbst bauen. Ja, so wirklich riesig. Wenn ich dabei bin, kann ich theoretisch auch mein Rasiermesser, soll ich das? Kann ich sterben, wenn ich zu viel Bart habe? Das ist die Frage, die ich mir das häufiger anstelle. Nein. Aber das ist nicht, was ich suche. Ich suchte die Schaufel und dafür brauche ich noch Flint. Okay. Gehen wir zur Farm. Hoffen, dass wir unterwegs Flint finden. Flint, Flinten. Nein, hau nicht mit dem Hammer auf das... Nicht bei Nacht. Zumindest. So. Wieso komme ich nicht raus? Geht doch. Die Farm. Ah, das hier ist die Markierung für Wege. Dann würde ich sagen, haben wir ja fast schon einen Weg zur Farm. Besser fände ich es, wenn man selbst Wege bauen könnte. Und ich bin mir sicher, irgendwann wird man das auch können. Nur momentan deutet nichts darauf hin. Oder aber man... Ach, das ist wieder so eine... So ein Dreck halt. Oder man... Ja, ich geh doch richtig. Aber ist das nicht die Gegend, wo eben alles so komisch wurde?
Aber das mit den Wegen ist jetzt echt eine geile Sache. Ganz ehrlich. Wenn man sie auch selbst bauen kann, dann lässt das das Spiel für mich in... Oh Gott, da oben ist das Biest. Da oben ist das Biest. Bleib unten. Im Süden. Der eigentlich gar nicht der Süden ist. Ach, das ist das Nightmare Fuel, das ich platzierte. Okay, dann befindet sich hier in der Nähe auch Dünger. Danke dafür. Es muss echt ein komisches Gefühl sein, wenn du so ein Tier bist. Und da kommen jeden Tag Leute zu dir und holen dir deine Scheiße weg. Sie gönnen mir noch nicht mal das Braune im Anus. Naja. Ich weiß, dass ich damit nur eine Redewendung parodieren wollte, aber irgendwie hat sich das jetzt trotzdem nicht so appetitlich angehört. Wechseln wir das Thema und reden über Bausparverträge. So, okay. Die Leute, die jetzt das Video noch nicht geschlossen haben, das war natürlich nur ein Scherz. Wir reden über Scheiße. So, die paar, die jetzt noch da sind, die werde ich jetzt einfach nur noch anschweigen. Nein, ich bin gerade auf der konzentrierten Suche nach Scheiße. Allein das ist doch schon wahnsinnig. Hier, den Wert mal kurz senken, bitte. Alles andere wäre untypisch. Okay. Es kann doch nicht sein, dass es hier auf diesem gesamten großen riesigen Feld nur einen Kackhaufen gibt. Das neue Lager wäre enttäuscht. Das wäre so richtig pisst. Nee, hier ist noch richtig Shit. Okay. Zwei davon? I don't give a shit. Doch, das tust du, denn ich brauch das. Oh! Was? Das ist doch alles nicht mehr feierlich. Verdammte Roguelike-Spiele. So, es war Tag 13. Und ich bin... tot. Offensichtlich. Leute, ich würde sagen, das kommt jetzt ganz drauf an. Wenn es ein Ziel gibt, also wenn das Spiel irgendwann ein Ende hat, dann würde ich sagen, werde ich natürlich weiter versuchen, dieses Ende zu erreichen. Aber die Frage könntet ihr mir beantworten. Wenn es aber so eine Art Endlos-Spiel ist, dann würde ich sagen, stimmt ihr einfach darüber ab, was heißt abstimmen. Wollt ihr mehr von Don't Starve sehen? Ich werde es definitiv ohnehin weiterspielen. Wollt ihr mehr davon sehen, dann werde ich noch mehr davon aufnehmen. Dann werden wir jetzt einen vollkommen neuen Versuch machen und werden direkt vom Anfang, müsst ihr euch auch vorstellen, direkt vom Anfang eine Ahnung haben, worum es eigentlich geht. Ja, es könnte hilfreich sein. Die Taktik, an der wir dran waren, war ja insgesamt doch recht möglich, wenn nicht die Wildschweine dazwischen gekommen wären und uns zu Tode getrampelt hätten. Also Leute, dann sehen wir uns im nächsten Video oder halt nicht, wobei ich schon vermute, dass wir uns im nächsten Video sehen werden. Und ja, ciao.